Kraftanlagen will auch in der erneuerbaren Stromversorgung einen Beitrag leisten. Bisher hat Kraftanlagen sich um Versorgungssicherheit gekümmert, auf Basis thermischer Kraftwerke. Das machen wir nach wie vor. Also wir brauchen auch diese Energieform, wenn die Sonne nicht scheint oder der Wind nicht weht. Aber wir wollen eben jetzt auch in den erneuerbaren Bereich zusammen mit Buick einsteigen. Aus diesem Grund wollen wir zusammen mit Buick Energies and Services in den PV-Markt in Deutschland einsteigen. Die Stärken von Kraftanlagen sind vor allem darin, vor allem bei Industriekunden, im Segment der Industriekunden, dass wir uns grundsätzlich mit der Dekarbonisierung vom Kunden beschäftigen. Und das geht über die Dekarbonisierung des Stromes hinaus. Das betrifft dann Wärme, Prozesswärme, unabhängig davon, ob der Kunde jetzt Dampf braucht, ob er Thermoöl braucht, aber auch eben grüne Gase wie Wasserstoff oder dann Derivate davon wie Ammoniak oder ähnliches, grüne Brennstoffe. Und mit dieser Kompetenz, wirklich vom weißen Blatt Papier Lösungen anbieten zu können bis zur Realisierung, haben wir da ein Alleinstellungsmerkmal, weil wir diesen thermischen Background haben. Bei den Energieerzeugern, IPPs, da ist es so, da sind wir tatsächlich auf die Stärken von Buick Energies und Services angewiesen, die weltweit wettbewerbsfähige Anlagen bauen im größeren Maßstab. Und wir haben natürlich die Möglichkeit auch, aus dieser Kombination, wir nennen das Solar Plus, dann eben nicht nur auf den Stromsektor zu schauen, sondern eben dann auch uns die Wärme und Gase uns anzuschauen und dann eben eine kombinierte Lösung anzubieten und das in Phasen. Das Potenzial, vor allem in der Industrie, ist enorm. Deutschland ist ein Industriestandort. Wir haben jetzt weniger als 27 Jahre, um Deutschland zu dekarbonisieren. Allerdings fängt es jetzt erst an, weil die Rahmenbedingungen jetzt so sind, dass Firmen nicht nur eine Dekarbonisierungsagenda haben oder sie das in der P&L sehen, also in der G&V, dass CO2 ein Kostenelement geworden ist, sondern der Vertrieb wird jetzt wach in den Firmen und jetzt sind die Firmen besonders motiviert, wenn deren Kunden CO2-freie oder arme Produkte fordern, dass sie natürlich jetzt auch ihre Dekarbonisierungsagenda zumindest beginnen wollen und erste Demoanlagen bauen. Man muss auch sagen, wir haben jetzt eine neue Regierung. Die neue Regierung hat sehr ambitionierte Pläne. Man sieht es jetzt schon, wir haben deutlich höhere Budgets in den Förderungen. Und auch unsere Technologien werden jetzt von diesen Förderungen mit abgedeckt. Und deswegen erwarten wir, dass es jetzt endlich losgehen kann mit der Dekarbonisierung. Die Chance zusammen mit ECORS und Buick Energies and Services liegt einfach darin, dass wir ein klares Alleinstellungsmerkmal haben gegenüber den reinen Photovoltaikanbietern, weil wir eben dieses Plus liefern in einem Bereich, der sehr anspruchsvoll ist. Wir bauen im Bestand, wir bauen Wärmesysteme, die komplex sind, auch von der Auslegung. Und genauso haben wir einen Vorteil gegenüber unseren bisherigen Konkurrenten, weil wir jetzt die grüne Energie mit reinbekommen. Und aus dieser Zusammenarbeit, glaube ich, sind wir auch nicht nur in Deutschland stark, sondern weit darüber hinaus, vor allem, weil beides mit Referenzen hinterlegt ist. Also auf der ECORS-Seite mit 5,5 Gigawatt PV und auf der deutschen Seite mit 350 MW in diesen neuen Lösungen. Diese neuen Lösungen sind dann Power to Heat, wo es dann darum geht, grünen Dampf zu erzeugen, Power to Heat und Speicher, um große Energiemengen zu speichern, um auch 24/7 rund um die Uhr grünen Dampf zu liefern. Und natürlich das Thema Wasserstoff, was noch ein bisschen braucht zum Hochfahren, aber wo auch wir da das System mit berücksichtigen können bei der Planung und es einplanen, wie wir früher Gasturbinen eingeplant haben.